Ja, wir sind ja hier auf dem Camp. Kannst du uns vielleicht etwas zu eurem Barrio sagen? Ja, zunächst einmal herzlich willkommen, dass ihr auch unser Camp besucht und auch ein Interview mit uns haltet. Das ist uns sehr wichtig, dass auch unsere Stimme in die Welt getragen wird. Also, wir sind hier als kurdische Studenten, Civan Azad, Yerek, also unter verschiedenen Organisationen haben wir uns hier zusammengefunden, um auch eine Stimme in die Welt zu tragen. Also, der G20-Gipfel ist eine Veranstaltung für uns, die halt auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird oder auch thematisiert wird. Und das war uns halt sehr wichtig, eine Stimme, vor allem gegen die Repressionen, die andauernd über uns ausgehändigt werden, auch eine Meinung zu haben und diese Repression somit dann auch zu durchbrechen. Für uns als kurdische Bewegung ist es halt auch sehr wichtig, vor allem weil viele Länder auch dabei sind, die in Syrien gerade ihren sozusagen internationales Schachspiel ausführen, worunter halt auch indirekt am meisten mit die Kurden und andere Völkergruppen zu leiden haben. Und da ist es uns, wenn man sich die Teilnehmerliste der G20 mal anschaut, sehr wichtig, vor Ort zu sein und vor allem auch aktiv an den Widerständen und an den Aktionen dran teilzunehmen. Ihr habt hier in eurem Barrio verschiedene Personen aufgestellt, mit verschiedenen Gesichtern, zu verschiedenen Gefallenen. Kannst du vielleicht dazu kurz etwas sagen? Ja, gerne. Also wir haben uns dieses Mal so überlegt, dass wir mehrere Zelte errichten, alle unter einem bestimmten Namen. Also man sieht hier Gefallene von verschiedenen, sagen wir mal, Strömungen. Also es ist Ulrike Meinhof vorhanden, es ist Clément Méridge vorhanden, es ist Ivana Hoffmann vorhanden von der MLKP. Also wir haben ein internationalistisches Zeltlager aufgestellt sozusagen, wo wir auf die Bedeutung der internationalen Bündnisse, Organisationen aufmerksam machen wollen und auch in die Welt tragen wollen. Also wir haben hier sehr viele internationale Gäste in unserem Zeltlager empfangen, die halt sehr beeindruckt davon waren, dass wir über und die Grenzen der Kurden hinaus und solidarisch mit anderen kommunistischen, antiimperialistischen Kräften uns halt auch an die andenken. Also es war uns halt sehr wichtig und es hat auch sehr guten Zuspruch bekommen, also so wie wir es auch verhofft haben. Kannst du noch was dazu sagen, wie die kurdische Bewegung in Deutschland gerade, also was für Forderungen sie eigentlich hat gegenüber der Repression, die es gerade in der kurdischen Bewegung gibt? Ja, also die Forderungen sind seit, ja, wann soll man da anfangen? Also die sind schon immer gleich. Wir wollen auch im Exil, also auch in Deutschland, die Rechte einer Muttersprache, einer Traditionsfortführung halt aufrechterhalten und fordern dies auch. Es wirkt vielleicht an manchen Stellen ein bisschen härter, aber es ist unser Recht, unsere Tradition halt weiterzutragen und auch publik zu machen, weil denn wir brauchen uns für nichts zu schämen. Wir sind halt so drauf. Ja. Zu den Repressionen. Ja, also die Repressionen sind keine neuen Repressionen. Die werden schon länger auf uns ausgeübt und es ist sozusagen nur eine entferntere und präzisere Form. Das wurde ja auch im März allein durch die 33 erneuten Flankenverbote nochmal deutlich, dass ja, die kurdische Bewegung, vor allem auch die Jugend, sehr unter Zwang steht und man eigentlich gar nicht möchte, dass wir unsere Frage in die Welt hinaustragen.